Mindestens ein Todesopfer hat ein Orkan in Großbritannien gefordert. Eine Frau wird von herumfliegenden Trümmern am Kopf getroffen und kommt ums Leben. Britische Meteorologen nannten den Sturm Doris aufgrund der besonderen Tiefdruckverhältnisse eine Wetterbombe. Dabei führt ein schneller Luftdruckabfall im Zentrum eines Tiefs zu starken Winden. Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten von etwa 150 Stundenkilometern kappten die Stromversorgung von fast 80.000 Haushalten in Irland und Nordirland. In vielen englischen Städten fielen Flüge aus, allein in London Heathrow mehrere Dutzend. Auch viele Züge und Fähren konnten nicht fahren. In Gärten flogen Trampoline durch die Luft. In Schottland verwandelte Schnee die Straßen in gefährliche Rutschbahnen. Mehrere Schulen wurden geschlossen. Das Sturmtief Doris zog weiter nach Deutschland. Dort werden von Sturm Thomas Windböen von bis zu 110 Stundenkilometern erwartet.